Andi! Way to go! Hey Leute, ich bin's mal wieder, der Andi, und ich möchte auch mal wieder eine Reaktion für das Brony machen. Da muss mein Kanal jetzt leider drunter leiden, so ein kleines bisschen, ja, weil Blindreaktionen ziehen da sehr gut, aber ich möchte mal wieder eine Reaktion in Deutsch machen und für euch von unserem Kanal, Fans von das Brony. Also fangen wir mal gleich an. 3, 2, 1, go! Oh, da haben wir schon Daring Doom. Yay! Im Tempel des Todes? Nee, nicht so ganz. Im Tempel der Kristalle oder sowas. Passt natürlich Brony-mäßig. Oh. Oh, es ist schon gleich spannend. Ich bin kein riesengroßer Fan von Daring Doom, muss ich zugeben. Well, don't stop there! You read, I pack. That's the deal! I'm sorry, Rainbow Dash. I just keep thinking about how much fun you're gonna have at the Daring Do convention. Boah, kommst du nicht mit? Celestia didn't need my help with the friendship summon in Griffinstone. Don't worry. Friendship summon in Griffinstone, das ist ja cool, da geht's voran. Gilda, yo ho. She never goes to conventions. Yeah. Which I guess will be cool for all those other fan ponies, but since you and I know AK Yearling personally, and we know that she's secretly Daring Do herself. Ooh, it's no big deal. This convention will be fun, but it's nothing to get too excited about. Mm-hmm. Echt? So excited! Also AK Yearling wird dabei sein, das ist cool. Oh mein Gott, das sieht echt aus wie eine Convention, die wir kennen. Geil. My little pony, ja. My little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. Ist das normal, dass er so laggt? Das laggt ja total, ey. Also ich hoffe nicht, dass das die ganze Episode noch so weitergeht, weil sonst muss ich hier was machen. Jetzt leckt's gerade nicht. Like a pony who'd be up for an all-inclusive, one-of-a-kind adventure-cation, where you get to live the Daring Do experience. Oh, das sieht cool aus. Aber sehr teuer sicher. Nice, dass es sowas für uns nicht gibt. Nice, dass es sowas für uns nicht gibt, ist schade. This is the awesomest thing ever. Oh, Patton Oswalt. Josh Aber und Michael Vogel, okay. They even put the tiles in the right order. Good catch. Oh, I'm Quibblepant. Nice to meet you. Rainbow Dash. Nice costume. You too. Thanks. Oh Gott, wenn Fans miteinander quatschen, wa? Arrow holes. Because on page 84 of Sapphire Stone, it describes her dodging a, quote, score of arrows shooting forth from holes in the very walls, unquote. But then, on page 107, Daring Oh shit, hier geht's ein sehr derb nerdige. Barrage of arrows, unquote. But clearly, Daring Do is embellishing, and the correct number of arrows is... 20. Marry me! I ship it! Okay. Okay, und da haben sich zwei gefunden, offenbar. Ja. Das ist so wie ich und Chris. Was? Die haben auch so ein Pillow, so ein langes, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber da war Daring Do gefesselt. Ich weiß nicht, was manche damit machen. Oh, hallo, wie geht's dir? Namen vergessen. Even though I knew the convention would be totally awesome, it's more fun when you're with someone who really knows Daring Do. Yeah. I know what you mean. It's so hard to find a pony who really gets it. Und Minuet war das klar. That's weird. Auch den nicht schreiben. From the first trilogy. After lunch, we should probably start working our way back through the other books. Whoa. There are no other books. Of course there are. Daring Do in the Trek of the Terrifying Towers. Daring Do in the Many Faces. Please don't. Just don't even mention the titles. I'm not saying those books don't exist. I'm saying that I refuse to acknowledge them. Why? Because they're horrible. I mean, there isn't a single thing after Ring of Death. Oh, scheiße, er ist ein Analyst. In the realm of the possible. What? I know for a fact that everything in every one of those books is 100% possible. Yeah. And how could you possibly know that? I just do.
Well, that's a compelling argument. Du darfst es nicht verraten, Rainbow. Why would you even come to this convention if you hate Daring Do so much? I don't hate Daring Do. The first series was smart and cool and an amazing nod to old-time serialized adventure books that somehow manages to... Oh, I see what they did there. ...while at the same time celebrating the art form without a hint of cynicism. Sind die Fans von den alten Staffeln und den neuen, ne? ...muzzle to muzzle, while she sold out and dumbed down the rest of her books and ended just a series of impossible action sequences. Okay, now I know you're crazy. A.K. Yearling is awesome. And every Daring Do book that comes out is better than the last. Wow. Okay, yeah. I'm sorry, but I could never be friends with some pony who's willing to believe in possible stuff. Okay, okay. Ship is broken. As long as Daring Do does it. That's okay, because I could never be friends with some pony who's so focused on things being possible that he's got their neckbeard. Back on the coolest hero of all time. 20 cosplays. What the fuck? Oh, okay, good. Das lief nicht gut. Just tell A.K. Yearling that Rainbow Dash is here, and I need her help to convince a know-it-all pony that everything Daring Do's ever done actually happened. Rainbow Dash? Es ist Rainbow Dash, hallo? Oh. A.K., I've got to talk bitte. To you. Hey, wie geht's dir, A.K.? Ich meine natürlich Daring. Oh. Ihn interessiert's nicht, okay. Now tell me, what's going on? Is it Caballeron? Did you see him? What? No. But there is a pony downstairs. Ja, mach doch erstmal ein Date mit dem Kerl und vielleicht könnt ihr euch dann einigen. And I need you to help me prove to him that it's all totally possible. I've got bigger problems on my hoofs than dissatisfied fan ponies. Ja, echt. Kümmere dich nicht um diese Typen, die jeden Cent umdrehen in Richtung, wo ist ein Fehler? The seven-sided chest of Chico Mazdok. Caballeron wants to sell it to the highest bidder, of course, which is why I need to find it first. Yes! Sounds like another awesome Daring Do adventure! But what are you doing here? Since I haven't found the temple yet, it's the safest place for me and the amulet. It's crawling with security, and if I get into trouble, I can just blend in with all the Daring Do cosplayers. Oh, how oh. Slick move. Just keep your eyes out for anything suspicious. Got it. Does a pony who only likes your first trilogy qualify as suspicious? Just checking. Es ist ihr egal. Es ist ihr total egal. Es ist nicht mal gut. I find all this fanfare on my archenemy disturbing. Ach komm, es gibt bestimmt noch Cosplayer, die dich playen. Hey, Caballeron. Die Kleine ist ja süß gewesen. Let us find Daring Do in the Amulet of Kulkan. Auch ein Fan. Geheimer. Na komm, erkennst du sie nicht? Well, if it isn't the pony who knows impossible things can happen, because she just does. Sorry, Quibble. I've got more important things to do than argue with a pony who thinks awesome means unrealistic. No, wait. Das erinnert mich an meine Streits mit A und Y oder Diskussion. Er sagt immer, objektiv ist was gut oder schlecht. Und ich sag, nee, wenn es jemand gut empfindet, ist es für den nun mal gut. Her wing wasn't broken. Und dann will er aber einen Beweis haben und will das objektiv irgendwie wieder eine objektive Beweislage mit einführen. No, 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 no. Caballeron is right there. Ich mag ihn, aber of course he is. He's also naja, over there, also ich over bin there. Nicht umsonst kein Analyst. And over there. Where are you going? And we're out here because Daring Do told me that Caballeron came to this convention to steal the amulet of Kulkan, and I just saw him and his hench ponies come this way! Okay, I'm gonna head back inside. There's just a little too much crazy out here for the both of us. Yeah. Oh, was zum Teufel? Oh shit, okay, sie sind mitten in der Action. This is cool. I do not know what Daring Do is playing at, but if she told you two fan ponies of my plan to steal the amulet, you must work for her. Caballeron! Ha! What do you have to say now, Quibble? Er glaubt's nicht. This was your plan to prove the Daring Do books are realistic? You bought a Daring Do experience adventure-cation. Really? What?
no! Look around us! Pinch ponies, ja, nee, er wird's nicht glauben. This is the real deal! Right. We're actually being held captive by Caballeron. Please, this guy's accent is all over the place. No offense. So what's the setup here? You've kidnapped us and taken us to the middle of nowhere because... The temple of Chico Mostok is somewhere in this jungle. When I find it, the seven-sided chest is as good as mine. I just need the amulet of Kulakon to unlock it. And Daring Do has the amulet, so you came up with this overcomplicated plot to lure her into the jungle and exchange it for us. Er kritisiert es sogar, wenn es gerade echt passiert. Yes. Okay, we're done here. Great work. Seriously, very believable. Listen, pal, you can keep her money, but I'm not... going anywhere! You may not approve of my plan, but I'm the mastermind here. Debatable. No. As I say, you will remain here. Scheiße, der Typ erinnert mich so an Max. Es ist unheimlich schon geradezu. She will give me the amulet. Tie them up. The grip is locked. You know of it. Further proof that you are an agent of Daring Do. Or an avid reader. And now. Das sieht kompliziert aus, das Schloss. Don't go anywhere. Wo sollen sie denn hingehen, wenn sie verschnürt sind, du Idiot? Oder war das der Scherz? You call off the hench pony repertory theater over there? They're not gonna listen to me. They abducted us both. Oh, wow. So you're gonna stick with that script. Oh, okay, fine. We're in a Daring Do adventure. What was that? Daring Do, thank goodness, we're over here. And the Oscar goes to. Daring Do rescue these two. Oh, die fallen drauf rein. Okay, ich hab's mir auch schon gedacht. Oh, four? I mean, shouldn't at least one of them stay behind to guard us? Oh, wait. No, because then it wouldn't be a terrible Daring Do adventure. It doesn't matter. We'll never stop the Griffin Claws before they get back. Er kritisiert an allem. Was? Das ist schon ja. Okay, that was pretty good. We've got to get out of here and warn Daring Do! No, wait. Just point me to the hotel and you can play fan pony and hunt treasure out here all day long. Fine. Let's just say this is a Daring Do adventurecation. The only way to get back to the convention is to go through it. So just follow me and I'll lead you out. Deal? Das klingt doch logisch, oder? Fine. Ich mag seine Stimme. Ich weiß, er ist bei King of Queens. Bei King of Queens hat er mitgespielt. Das habe ich kaum gesehen. Und er war die englische Stimme von Remy in Ratatouille. Aber auch das habe ich im Original, glaube ich, nie gesehen. Also, Patton Oswalt kenne ich ein bisschen. Finde eine coole Stimme, aber auch nicht so, kenne ihn auch nicht so gut. Aber mir gefällt er, dass er hier dabei ist. Also, er macht einen tollen Job. Possible, but are these adventurecation ponies sure this thing is safe? Is it too realistic for you? Wouldn't want that on a Daring Do adventure, would we? If this were really a Daring Do adventure, I'm sure I'd step on the wrong plank at exactly the wrong... Tja. Good thing this is all just a pretend adventure. Too much plot! Struggling won't make the bridge fall apart. Sorry, wenn ich nicht ganz so viel rede, aber ich bin tatsächlich ein bisschen drin. Es ist irgendwie cool zu sehen, wie der da die Realität sozusagen abfrühstückt mit seinen Kommentaren und Analysen. Naja, er denkt sich wahrscheinlich auch, es ist alles ein Teil von dem Abenteuer. Das kannst du jetzt logischerweise schon nicht mehr sein, du Idiot. Aber es wird er immer noch glauben, oder? Na? Awesome! I thought we... And then you began the flying. Well, and I was like, where are you going? And then you swerved. And I was on the water. Oh, sie sieht so süß aus, wenn sie sich freut, dass sie recht hat. Yeah, if you read that in a book, you might even think it was unrealistic. Okay, I'll give you that one. I mean, we could have been done for. We could have been done for. What kind of adventurecation is this? I mean, that's just bad business. What are these ponies thinking? Right now? Ich finde unheimlich cool, wie das Pony von vorne aussieht. Ach nee, schon wieder.
Quibble Pants, glaube ich. Der sieht von vorne richtig toll designt aus, finde ich. Einer also der wenigen Male Ponys, die von vorne richtig toll aussehen. Oh, und das Gesicht von Rainbow war toll. Make sure they are secure this time. We can't have them escaping again. Ja, you'll never get away with this. Won't I? You've led me to the temple, and Derindu is too noble to let harm befall her companions, so the amulet is as good as mine. Kein krasses Lächeln, this Lachen? Isn't the official Derindu experience adventucation, is it? Finally! It's some cheap knockoff run by a bunch of incompetent ponies that have no idea how to execute this adventure with any level of safety. What was that with the bridge? We were in serious danger. I'm reporting you all to... Well, I don't know who I'm reporting you to, but it's gonna be some pony important. Oh, in this cut-rate excuse... Kennst du Rainbow Dash nicht? Ah, oh, Rainbow Dash, du musst mal, wir müssen mal ein bisschen mehr klar machen, allen Ponys, wer ihr eigentlich seid. ...of a lame, daring, do adventure. Quibble? No, I'm talking. Generic jungle location? Check. Overly complicated villain spot? Das sieht aus wie Treibsand oder sowas. Ich würde abhauen. Conveniently get us to the next big set piece? Check. Sogar die Bösen kriegen Angst. Watch where you are stepping, you fool! Listen, buddy. I don't take orders from some second-rate performer who learned acting from the supervillain school of bad accents. The only thing this mess is missing is some giant Owie Zodal wannabe monster, and I have a feeling that would be a bit too much for you bargain basement adventurers to pull off. Again, geiles Face from corner. Und das Monster sieht total krank aus. Das ist Owie Zodal. Tochter, die er hat mit einem Krokodil zusammen. So ähnlich sieht das aus. Oh, wie das riesengroße Maul. Alter. Und da ist auch schon Derindu, oder? Ja, da ist er. Ja. Hat eine süße Stimme. I told you to warn me if anything suspicious. Not run off on an adventure without me. Whoa, whoa, you're real. Ja, ja, ja. Jetzt checkst du es. Endlich. Das Gesicht. We'll have to do introductions later. Right now we have to... You get out of here, yes. Thank das you. Gesicht. What Actually, the fuck no. war das denn? What? We can't leave without the treasure. Okay. And we should probably get to it before our friend gets any higher. Okay. Whoa. Seven doors, seven locks. One of them leads to the treasure. I'd rather not think about what the others lead to. Zum sicheren Tod, certain death. All you have to do is... Maybe you should let Daring Do figure it out. Oh, excuse me. Was ist denn mit dir? Ist Daring Do, hallo? Not that one. was denn? Das gibt's doch gar nicht. Wenn er schon in der Realität ist von dem, dann muss er immer noch... Is he always like this? Yeah. Yeah. But he's usually right. Which lock do you think it is? Oh, finally. Look, each door has another door that matches. These two both have earth ponies fighting serpents. These two have pegasi fighting griffins. These two have unicorns fighting bears. But this one... has an alicorn on it! It's the only one without a match! How did I miss that? Also das war nun wirklich einfach. The seven-sided chest of Chico Mostock. Was? That was a mouthful. Oh Mann, jetzt müssen wir wieder raus. The way out is totally covered. How are we gonna get out of here? There. Es ist eigentlich überhaupt notwendig, dafür seinen Nebendauern zu riskieren. Wie wäre es einfach, ich meine, du hast schon genug Geld verdient, Daring Do. Könntest dich auch zu Hause einfach hinsetzen, Tee trinken. Ach, dann wird dir wahrscheinlich langweilig, wa? Okay. Jetzt bin ich nicht mehr bereit zu sagen, dass er mich an Max erinnert, weil das würde sein Ego zu sehr schmeicheln. And I said, be quiet. This way. I heard. Okay.
Okay, I got it. Let's create a fake treasure out of mud and rocks. Give that to Caballeron. Das haben wir doch schon mal gehabt. Every daring do plan has to be super complicated. I swear I heard them. Okay, gut, so kann man es auch machen. Cool. Not particularly original or inspired, but it worked. Who are you again? He's a fan. Oh, yeah. There's some stairs on the other side of the temple that lead out of the ravine. I suggest you two take them and head west. What about you? I've got to get this to a museum. Thanks for your help. I couldn't have done it without you. Both of you. So, maybe the later books are slightly more realistic than I gave them credit for. Still don't like them. What? How can you... Wait, hold on. Before we get in another fight, I think I finally figured it out. I love the daring do that solves puzzles and uses her brain to get out of tough situations. And she did way more of that in the original trilogy. You love the daring do that is brave and awesome and comes out on top no matter what the odds. Okay. And that's okay. We might never agree on what makes daring do cool, but you are definitely cool. I mean, the way you saved me on the bridge, wow. And escaping from the temple, you, Rainbow Dash, are awesome. Aww. Well, I'm not the one who can locate a treasure in half the time daring do can. Ah. I have terrible taste in books, but you're pretty awesome yourself. In a brainy egghead puzzle-solving kind of way. I guess we don't have to agree on everything to get along. Friends? Definitely friends. Okay. Do you think A.K. Yearling would consider letting me write the next book? I think I can make things... Bitte nicht! I mean, bitte nicht! In the second adventure, there's a side character. I don't want to kind of name it right now because it's sort of this thing that I've already written a lot of fan fiction on. I don't want, you know, not that I'm saying that you would steal it, but I am saying that this would totally go along my whole thing about puzzle solving, except what if each puzzle that was solved unlocked a new karate move? Think of it that way, right? I mean, I'm kind of a yearlight myself, so I'm sure she'd be open to... Quibble? Sorry. L-H-X. What the? Okay, das war's. Es hat Spaß gemacht. Es war es eine schlechte Episode? Nein, aber die Episoden mit Daring Do, die sind einfach nicht so ganz mein Ding. Das bleibt's auch, schätze ich mal. Weil dieses ganze Indiana Jones Setting, ich habe das total geliebt, wo ich ein Kind war und wo ich auch noch, glaube ich, 20 war oder so. Aber mittlerweile... Ich weiß nicht wieso, aber es spricht mich einfach nicht mehr so an. Ja, und diese ganze Sache mit dem Fan-Dingsbums, das war... Ich fand das ein bisschen zu... Also mir hat es nicht gefallen, dass der so recht hatte mit allem seinen Theorien und so. Weil ich meine, wie soll Daring Do bitte überhaupt irgendein Abenteuer bestehen, wenn sie dann irgendwie so einen Fan braucht, der das dann für sie löst und so. Ich meine, dass sie mal mit jemandem zusammenarbeiten muss, okay, aber in der Regel ist sie alleine und dann wäre sie doch schon längst tot. Mause tot. Ja, ist nicht... Kann man jetzt auch schon wieder... Jetzt bin ich schon der Analyst, der sagt, oh, das kann ja nicht so sein und so, ne? Aber tatsächlich ist, ja... Mir hätte es eher besser gefallen, wenn der Super-Typ, ich weiß alles besser, hier sozusagen dann voll Unrecht gehabt hätte und dann einsehen hätte müssen, dass er mit seinen super klugen Einfällen und oder Analyse-Sachen da dann nun mal eigentlich nicht unbedingt irgendwas gewinnt oder so. Und das war aber dann nicht so, sondern im Gegenteil, er hat voll gewonnen auf eine Art und... Oh. Aber man hat schon gesehen, dass Daring Do so drauf war, so, wer ist das? Er ist ein Fan. Ach ja, okay, gut, ich will keine Fans um mich rum haben, so, keine Fans mehr, ne? Irgendwie ist das so eine Episode, wo ich denke, ich muss ihn mir nochmal ansehen, damit ich wirklich ein bisschen mehr darüber sagen kann, aber andererseits ist sie auch nicht so gut, dass ich sie unbedingt nochmal ansehen will, also sie war nicht schlecht, ja? Ich würde nicht sagen, sie war schlecht, sie war aber auch nicht so obergeil. Ich hatte meinen Spaß mit ein paar Sachen, mit anderen nicht und, ja, das ist die Episode und, ja... Dann haben wir nochmal so ein paar Links, ne? Immer so ein bisschen so das letzte Video oder einer der letzten Videos, eins von beiden. Und dann haben wir so ein bisschen die Möglichkeit, dass ihr uns abonnieren könnt. Ja, und macht das doch. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Schreibt doch ein paar Kommentare rein und so. Was hat euch an der Episode gefallen, was nicht? Was fandet ihr an der Reaktion gut, was nicht? Das wäre es dann eigentlich auch wieder, ne? Und falls euch das gestört hat, dass ihr ein bisschen so Geräusche gehört habt von draußen. Es ist eigentlich heute so heiß und so. Da ich habe das gebraucht, dass es ein bisschen die Fenster da offen sind. Ne? War wichtig für mich. Und ich bin ein bisschen müde auch jetzt. So. Deswegen wird es Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.